Vor 8 Jahren sprach mich so ein Typ im Gym an und sagte, ich will den Mr. Munich-Titel gewinnen. Meine Posen sind perfekt, ich habe einen fantastischen Körper, aber ich würde beim Posen gerne etwas Neues ausprobieren, etwas ganz anderes, das niemand erwartet. Ich sagte, dann lass mich doch mal die Posen sehen, die du jetzt drauf hast. Als der Kerl dann seine Klamotten auszog und vor mir poste, sah er einfach nach nichts aus. Und seine Posen waren schlecht. Ich fand ihn nur durchgeknallt und dachte mir, na gut, wenn er sich für den besten Poser hält, spiele ich ihm mal einen Streich. Und das tat ich dann. Ich erzählte ihm, dass es einen neuen Trend aus Amerika gibt und ich ständig in Kontakt mit den führenden Sportlern in Amerika bin und so weiter und dass es jetzt angesagt ist, beim Posen zu schreien. Er sah mich an und sagte, wow, das ist echt eine neue Idee. Das macht bestimmt Eindruck, wenn man auf die Bühne geht und schreit. So können sie dich nicht übersehen. Sie werden dich auf jeden Fall anschauen. Man schreit und das war's. Ich erklärte ihm dann, wie man schreien muss. Aber erstmal ölte ich ihn ein. Wir standen also in der Dusche und ich brachte ihm bei, wie er es machen soll. Je höher die Arme sind, desto höher sollte der Schrei sein. Und je tiefer die Arme beim Posen kommen, desto tiefer sollte auch der Schrei werden. All solche Sachen. Ich übte mit ihm 2 Stunden lang und nahm mir viel Zeit dafür, mit ihm seinen neuen Auftritt zu entwickeln. Und er machte es wirklich gut. Er schrie richtig laut, schön hoch und schön tief. Und dann sagte ich ihm noch, dass er beim Mr. Munich-Wettkampf auch schon in dem Moment, wo er auf die Bühne kommt, laut schreien soll. Und das tat er dann. Die Leute waren natürlich völlig perplex. Er kam raus und schrie, machte 3, 4 Posen, begleitet von lauten Schreien. Dann trugen sie ihn von der Bühne und warfen ihn raus. Sie dachten, der Typ sei völlig verrückt. Wie spät ist es? Ich bin ganz zittrig. Aber sobald ich da bin, vergesse ich die Nervosität bestimmt. Vergessen? Ja. Wenn ich dort bin, bin ich bestimmt noch nervöser. Ich bin überhaupt nicht nervös. Danke. Oh Mann. Entspann dich, Arnold. Was soll ich sagen? Ihr wollt mich ja am frühen Morgen fertig machen, was? Ganz ruhig, entspann dich. Du kannst dich im Bus hinlegen. Hey Lou, ist das hier euer Masterplan? Ich bin jetzt seit 6 Tagen hier und noch keiner hat mich zum Frühstück eingeladen. Und heute Morgen sagen sie, hey Arnold, komm doch mit uns zum Frühstücken. Er sagt, ich soll Gas geben, er sagt, er macht mich fertig und sie spricht von meiner Mutter. Hey! Du bist der König der Könige, Arnold. Sehr gut. Jetzt will er mich einwickeln. Thank you.